Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe mir mal wieder Gedanken über Roller gemacht, über was sonst. Und zwar spiele ich ja schon die ganze Zeit mit dem Gedanken, mir einen anderen Roller anzuschaffen oder auch meinen zu behalten. Aber meine Gedanken drehen sich halt irgendwie darum. Da ich jetzt ein Sparfuchs bin, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, welcher ist überhaupt der allergünstigste Roller abseits der 50 Kubik, also ab 125 Kubik. Ohne Scheiß, ich habe mich das gefragt, welcher ist der günstigste Roller im Unterhalt? Und ich habe das recherchiert. Ich habe viele Roller, bestimmt jetzt nicht alle Roller, aber viele der gängigsten Roller verglichen. Und ich habe mir jetzt auch mal ein paar aufgeschrieben und den günstigsten ermittelt. Und ich will jetzt euch mal so ein paar Roller nennen und den Sieger nenne ich euch dann ganz am Ende. Natürlich. Also, ich habe mir zum Beispiel die Gilera angeguckt, die Runner. Ja, die hat volle 15 PS und verbraucht 3,48 Liter. Das finde ich ein bisschen viel, 3,48 für so einen 125 Kubik Roller. Da kann man fast schon Auto fahren. Ne, weil die neueren Autos verbrauchen ja so um die 4-5 Liter. Oder die Hybriden zum Beispiel. Dann habe ich mir die Beverly 125 angeguckt, verbraucht 3,46, 3,5 Liter. Das sind alles so ungefähr Angaben, ne? Also plus, minus, ein paar Milliliter kann man schon rechnen. Das ist immer abhängig von der Fahrweise natürlich. Ja, die Beverly 125 hat jetzt nicht die vollen 15 PS und deswegen finde ich das auch schon echt viel. Also ich vergleiche immer Leistung mit Verbrauch ein bisschen. Und dann habe ich mir im gleichen Zug auch noch die Beverly 350 angeguckt. Hat natürlich Leistung genug, ich weiß nicht, über 30 PS auf jeden Fall. Verbraucht 4,13 Liter. Das wäre dann schon wieder, ja, dann kann man gleich die Beverly 350 fahren. Ne? So, also wenn es um Unterhaltskostenfragen geht, kann man gleich die Beverly 350 fahren. Dann habe ich mir noch die Medley 125 angeguckt mit 9 Kilowatt. Verbraucht 2,5 Liter circa, das finde ich schon wieder gut. Dann habe ich mir auch im gleichen Zug die Medley 150 angeguckt. Also die 150 Kubik Roller, die sind eigentlich gar nicht für den deutschen Markt vorgesehen. Deswegen, wenn man sie auf eBay Kleinanzeigen oder so sucht, man findet sie kaum. Auch zum Beispiel die NMAX 150 findet man hier in Deutschland kaum. Finde ich schade, weil gerade diese 150 Kubik Roller sind eigentlich die beste Ergänzung. Also so das beste Zwischending, finde ich, ne? Weil da hat man meistens die volle 15 PS, also genug Leistung und der Spritverbrauch ist meistens sogar noch besser. Aber da komme ich gleich nochmal zu. Medley 150 habe ich mir angeguckt mit 10 Kilowatt, verbraucht 2,95 Liter. Im Vergleich dazu, die Medley 125 hat 9 Kilowatt, verbraucht 2,5 Liter. Also ja, einen halben Liter weniger als die 150er Medley. Als nächstes habe ich mir die Aprilia Scarabeo angeguckt. Ich fand vor allem die alten Aprilia Scarabeo richtig schön, wo man noch die Seitenkoffer hatte und so ein Topcase. Aber die ganz alten Scarabeos hatten zu wenig Leistung, meiner Meinung nach. Aber jetzt die neueren verbrauchen 3,37 Liter bei 11 Kilowatt. Finde ich auch schon ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Also es ist mir, obwohl das alles überwiegend, nicht alle, überwiegend Einspritzer sind, verbrauchen die echt zu viel, meiner Meinung nach. So, jetzt kommen meine Favoriten, die zwei letzten. Ich habe mir angeguckt, die SR 125, die ich aktuell auch fahre, verbraucht 2,3 Liter bei 14 PS. Ist das ein super Wert und das kann ich auch absolut bestätigen. Kann ich unterschreiben, ich fahre die SR 125 seit 8000 Kilometern ungefähr und ich habe das mit dem Sprit beobachtet, das passt genau 2,3 Liter und das ist ein hervorragender Wert. Das ist ein super Wert und das ist auch der zweitbeste Platz, den ich gefunden habe bei meinem Vergleich. Und den ersten Platz, den hat belegt die Honda SH150. Es gibt zwei verschiedene SH150. Einmal die 11 Kilowatt Version, die verbraucht 1,88 Liter auf 100 Kilometer. Und dann gibt es noch eine 13 Kilowatt Version, die verbraucht ein bisschen mehr, 2 Liter. Und der Sprung von 11 Kilowatt auf 13 Kilowatt, das ist viel. Und für diese Mehrleistung verbraucht er nur 0,12 Liter mehr. Und deswegen ist der absolute Sieger die SH125 mit 13 Kilowatt und einem Verbrauch von 2 Litern auf 100 Kilometer. Also Hammer, Hammerwert, Tipptopwert, hat mehr Leistung als meine SH125 und verbraucht weniger. Okay, meine SH125 ist auch schon ein bisschen älter, aber trotzdem, die neueren verbrauchen auch ungefähr so viel. Ja, also die Top 3, wirklich alle Honda. Honda SH125, Honda SH50, jeweils in den verschiedenen Leistungsklassen. Es hat mich echt überrascht. Bei den anderen Herstellern liegt der Wert so um die 3, 3,5 Liter. Wenn man mal überlegt, das sind 1,5 Liter mehr ungefähr von der SH150. Und 1,5 Liter auf 100 Kilometer hört sich jetzt vielleicht nicht viel an, aber wenn man den Roller jahrelang fährt und als Alltagsfahrzeug benutzt, jeden Tag, wenn man zum Beispiel kein Auto hat, dann rechnen wir einfach mal.
Rechnen wir mal. Wenn man zum Beispiel jeden Tag, 5 Tage in der Woche, 20 Kilometer jeden Tag mit dem Roller fährt. 100 Kilometer fährt man pro Woche. Und sagen wir mal, man arbeitet, sagen wir 25 Wochen. 25 Wochen arbeitet man, sagen wir mal. Grob geschätzt, ist jetzt einfach eine Fantasie. Dann sind das 2500 Kilometer, die man im Jahr mit dem Roller zurücklegt. Also jetzt nur für Arbeit, ne? Also Einkäufe und so weiter ist jetzt nicht mit drin. Und wenn man jetzt rechnet, und wenn man jetzt einfach mal grob rechnet, ne, 1,5, das ist ja ungefähr, sagen wir mal, fast das Doppelte. Wenn man dann das Doppelte bezahlen muss, ist schon krass. Es ist jetzt nicht viel, ne? Es ist jetzt trotzdem noch absolut überschaubar. Das wären dann so, keine Ahnung, bei 2500 Kilometern 40 Liter oder sowas, die man mehr tanken würde. Aber es geht halt ums Verhältnis. Es ist fast das Doppelte. Das muss man sich klar machen. Das ist jetzt nur Sprit, also Unterhalt. Design und Aussehen ist wieder eine komplett andere Frage. Na, also es gibt dann Leute, die sagen, ja gut, die SR125 13 Kilowatt ist die günstigste von allen Rollern. Schön gut. Aber es gibt bestimmt Leute, die sagen, der Roller gefällt mir aber nicht. Ich mag den Roller einfach nicht, vom optischen her. Und dann gibt es dann manchmal Leute, die sagen, mir gefällt die Medley 125 viel besser, verbraucht zwar einen halben Liter mehr, aber gefällt mir besser. Ja gut, dann ist klar, dann entscheidet man sich dann halt so. Dieses Video dreht sich halt wirklich nur um die Kosten. Und das ist das, was ich herausgefunden habe. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Honda SH-Modelle sehen ja alle gleich aus. 125, 150. Nur die 300er zum Beispiel, die ist halt ein bisschen bulliger, ein bisschen größer. Und die verbraucht auch wesentlich mehr. Die verbraucht so um die 2,9 beziehungsweise sagen wir mal knapp 3 Liter auf 100 Kilometer. Was auch immer noch ein super Wert ist, wenn man mal sagt, weil die Honda SH-300 hat 20 Kilowatt, je nach Version, 20 Kilowatt und die SR115 hat 13 Kilowatt und das sind dann 7 Kilowatt mehr und dann halt 1 Liter mehr Verbrauch. Das ist im Verhältnis gesehen super. Aber langfristig bezahlt man halt dann auch diesen Liter mehr. Ne? Das muss man halt beachten. Und mir persönlich reichen 13 Kilowatt. Also 20 Kilowatt sind schön, aber ich persönlich brauche es nicht. Ne? Von daher würde ich mich für eine SR150 13 kW entscheiden. So Leute, das war's. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.